Und dann, liebe Zuschauer, noch einmal der Blick auf die Nachrichten. Die Außenminister der 12 Länder der Europäischen Gemeinschaft tagten heute in Brüssel. Sie beschlossen, dass für 8 Substanzen, die zur Herstellung von Chemiewaffen geeignet sind, künftig Ausfuhrgenehmigungen erteilt werden müssen. In kriegsführende Staaten dürfen diese Substanzen gar nicht mehr geliefert werden. Hauptthema bei den Beratungen in Brüssel waren allerdings die Morddrohungen aus dem Iran gegen den Schriftsteller Salman Rushdie. Ayatollah Khomeini wirft Rushdie vor, in seinem Buch Die satanischen Verse den Islam beleidigt zu haben. Die EG-Außenminister beschlossen deshalb jetzt, ihre Botschafter bis auf Weiteres aus dem Iran zurückzurufen. Außerdem sollen sich EG-Politiker nicht mehr mit Vertretern des Iran treffen. Außenminister Genscher begründete die Maßnahmen. Ich habe eben im Rat darauf hingewiesen, dass wir hier an einem Wendepunkt der internationalen Beziehungen stehen. Dass es heute eine Sitzung ist, die von allergrößter und prinzipieller Bedeutung ist, wenn jedes Wort Wirkung hatte und Wirksamkeit hatte, nämlich während den Anfängen, dann gilt das hier. Nach dem Mordaufruf Ayatollah Khomeinis forderten heute auch die Bonner Parteien Maßnahmen gegen den Iran. Die außenpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Michaela Geiger, CSU, verlangte die Kündigung des deutsch-iranischen Kulturabkommens. Das Gleiche forderte auch Otto Schily von den Grünen. Das SPD-Präsidium wäre auch bereit, wirtschaftlichen Druck einzusetzen. Das FDP-Präsidium erklärte, dem iranischen Vorgehen müsse mit Zivilcourage und Entschlossenheit begegnet werden. Die Aufforderung zum Mord an Rushdie sei ein Akt unvorstellbarer Menschenverachtung. Mit einem Besuch der Frankfurter Oper endete heute der erste Tag des deutsch-britischen Gipfels. Zuvor hatte Margaret Thatcher die Frankfurter Altstadt besichtigt und ein Gespräch über die Europäische Währungsunion geführt. Im Mittelpunkt des Tages stand aber eine vertrauliche Unterredung mit Bundeskanzler Helmut Kohl. Nach einem touristisch geprägten Programm traf Margaret Thatcher am frühen Abend mit Bundeskanzler Helmut Kohl im Frankfurter Römer zusammen. Das Vorfeld dieser Begegnung hatten unterschiedliche Auffassungen, besonders im Zusammenhang mit der angestrebten Modernisierung der NATO-Streitkräfte überschattet. Während London und Washington bereits beim NATO-Gipfel im Mai darüber entscheiden wollen, ob atomare Mittelstreckenwaffen zu modernisieren sind, hat sich Bonn bisher zurückhaltend gezeigt. Nach dem Vier-Augen-Gespräch heute äußerte sich Regierungssprecher Friedhelm Ost optimistisch zu den deutsch-britischen Beziehungen. Der Bundeskanzler hat Premierministerin Thatcher zu einem Besuch nach Oggersheim im April/Mai eingeladen. Dies hatten beide ja schon bei ihrem Treffen auf Rhodos besprochen. Auch diese Einladung unterstreicht den hervorragenden persönlichen Kontakt zwischen den beiden Politikern. Die Chemiefabrik Imhausen kommt nicht aus den Schlagzeilen. Nach den verbotenen Exporten nach Libyen hat die Staatsanwaltschaft nun ein neues Kapitel in der Firmengeschichte aufgeschlagen. Diesmal geht es um Drogen. Die Chemiefirma Imhausen in Lahr. 350 Mitarbeiter fürchten um ihren Arbeitsplatz. Denn der Drogenskandal erschüttert erneut die Belegschaft. Die Staatsanwaltschaft in Offenburg untersucht. Die Festnahmen erfolgten, wie Sie eben richtig bemerkt haben, wegen des Verdachts der Herstellung von Rauschgift und Verkauf dieses Rauschgifts an einen Amerikaner zum Zwecke der Ausfuhr, offensichtlich nach Amerika. Es handelt sich hierbei um eine Ersatzdroge, die unter der Bezeichnung MDMA geführt wird. Diese Droge wurde im September des Jahres 1988 von dem amerikanischen Auftraggeber bestellt, und zwar in einer Größenordnung von etwa 170 Kilogramm. Diese Menge soll nach Schätzungen auf dem Rauschgiftmarkt 30 bis 50 Millionen D-Mark erbringen. Den Tätern drohen bis zu 15 Jahren Gefängnis. Herr Dr. Botz, wird Dr. Hippenstiel verhört in dieser Angelegenheit? Wie ich Ihnen vorhin schon gesagt habe, überprüfen wir selbstverständlich sämtliche Angehörige der Firma Imhausen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Firmenchef Dr. Hippenstiel war heute Vormittag zu einer Stellungnahme nicht bereit. Anders der CDU-Abgeordnete Haunks. Noch einmal, fordern Sie den Rücktritt von Dr. Hippenstiel? Als Politiker kann ich nichts fordern, sondern nur etwas raten. Und ich rate ihm zurückzutreten wie vor einer Woche, weil ich glaube, dass dies die einzige Chance ist, um Ruhe hier nach Lahr zu bringen und um die Arbeitsplätze zu sichern. Die Führungsspitze der alternativen Liste AL trifft sich zur Stunde zu einer Krisensitzung in Berlin.
Die Alternativen wollen die neue Lage beraten, nachdem die Berliner SPD heute Morgen die Koalitionsverhandlungen mit der AL zunächst verschoben hat. Die Sozialdemokraten verlangen von der AL, dass sie ihren Grundvoraussetzungen für eine Koalition zustimmen. Die alternative Liste hatte diese Bedingungen, nämlich staatliches Gewaltmonopol, Vier-Mächte-Status für Berlin und Übernahme der Bundesgesetze bei den Verhandlungen bereits anerkannt. Am Wochenende hatten dann aber zwei führende AL-Mitglieder die Vereinbarung als Schöneberger Schanddiktat bezeichnet. Außerdem stellten sie das staatliche Gewaltmonopol wieder in Frage. Der sowjetische Außenminister Eduard Schewardnadze ist heute in Kairo mit dem ägyptischen Staatspräsidenten Mubarak zusammengetroffen. Nach Syrien und Jordanien ist dies die dritte Station seiner Nahostreise. Schewardnadze sucht nach Möglichkeiten für eine friedliche Lösung eines jahrzehntealten Konfliktes. Schewardnadze trat für eine internationale Friedenskonferenz unter Leitung der Vereinten Nationen ein. Er sagte, es gebe Anzeichen dafür, dass eine solche Zusammenkunft schon im nächsten Jahr stattfinden könne. Viel hänge dabei von der Haltung Israels ab. Jerusalem will Friedensverhandlungen mit den Arabern nur unter der Schirmherrschaft der USA und der Sowjetunion führen. Am Mittwoch trifft Schewardnadze auch mit dem israelischen Außenminister Moshe Arens in Kairo zusammen. Auch mit dem PLO-Vorsitzenden Yasser Arafat will der sowjetische Außenminister sprechen. Mit dem Rücktritt des parteilosen Ministerpräsidenten Mohammed Hassan Scharg hat der kommunistische Parteichef Afghanistans Najibullah seine Machtposition offenbar weiter ausgebaut. In Regierungskreisen hieß es allerdings, Scharg sei aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Seit mehr als 24 Stunden gilt der Ausnahmezustand in Afghanistan. Staats- und Regierungschef Najibullah begründete ihn mit der drohenden Gefahr für die Unabhängigkeit seines Landes. Parteimitglieder wurden bewaffnet und zur Verteidigung Kabuls aufgeboten. Najibullah übernahm den Vorsitz des obersten Militärrates. Die beliebte Kammersängerin Erika Köth ist tot. Sie starb heute nach langer Krankheit im Alter von 63 Jahren. Erika Köth hatte ihren ersten Auftritt 1948 in Kaiserslautern. Ihre große Karriere begann, als sie 1955 an die Münchner Staatsoper gerufen wurde. Am liebsten sang sie Werke von Mozart. Nach ihrem Rücktritt von der Opernbühne 1978 moderierte die Künstlerin viele Musiksendungen in Hörfunk und Fernsehen. Zum Sport. Wenige Stunden nach dem Debakel der deutschen Handballer bei der B-Weltmeisterschaft in Frankreich kündigte Bundestrainer Petr Ivanescu seinen Rücktritt an. Wenn wir auch gegen Rumänien verlieren, gebe ich meinen Posten ab, sagte Ivanescu heute Abend, nachdem seine Mannschaft gegen Island mit 21:23 verloren hatte. Morgen spielt Deutschland gegen Rumänien und bei einer Niederlage sind alle Träume vom Aufstieg in die Gruppe der weltbesten Handballer geplatzt. In der neuen Tennis-Weltrangliste ist Boris Becker auf den dritten Platz geklettert. Nach seinem Sieg am Sonntag in Mailand schob sich Becker an dem Amerikaner André Agassi vorbei. Spitzenreiter bleibt Ivan Lendl aus der CSSR vor dem Schweden Mats Wielander. Noch ein kurzer Blick auf das Wetter von morgen. Es ist mal bewölkt, mal heiter und die Temperaturen 5 bis 10 Grad, also weiterhin Frühling im Februar. Einen schönen Abend noch mit dem Programm hier an Sat.1. Ich sage auf Wiedersehen.